Willkommen zurück zu Chrono Trigger. Ja, Freunde, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, wie wir das jetzt genau alles angehen werden. Das war im letzten Part, habe ich da ein bisschen konfus vor mich hingeredet. Und mein Plan war nicht ganz durchsichtig, deswegen habe ich mich auch nochmal unentschieden. Die Sache ist die, wir haben noch Kleinigkeiten zu eventuell zu erledigen. Zum einen die Sache mit dem Tauschgeschäften, wo wir diese Sachen farmen können in der Steinzeit, weil es gibt neue Sachen. Das stimmt, es gibt neue Sachen, aber die sind nicht so gut wie das, was wir jetzt schon gesammelt haben. Deswegen tendiere ich dazu, das zu lassen, weil warum soll ich jetzt Items farmen, die ich nicht brauche? Nur nochmal, wie gesagt, als Tipp, wenn ihr jetzt nicht alle Sidequests gemacht hättet und vielleicht Probleme mit denen hättet, dann wäre die Steinzeit eine Option, um eure Ausrüstung zu verbessern. Aber dadurch, dass wir die auch ohne diese Items geschafft haben, haben wir eben jetzt schon das bessere Zeug. So viel dazu. Zum einen habe ich gemeint, wir können noch diese Steinchen sammeln, damit gewisse Triple-Tests aktiv sind. Aber das bringt eigentlich auch noch nicht, weil dafür auch die Tests ausgelernt sein müssen. Das ist bei den meisten Charakteren kein Problem, wie man sieht. Aber gerade bei Markus, der die meisten hat mit den anderen, da fehlen noch drei Skills sogar. Und das jetzt alleine hochzuziehen, nur damit ich dann auch die Steinchen verwenden kann überhaupt, das ist mir auch ein bisschen zu doof. Aber die Steinchen holen wir uns. Ich will euch natürlich zeigen, wo die sind. Da steckt auch keine Sidequest oder so dahinter, die kann man nur aufsammeln. Die holen wir uns in New Game Plus. Würde ich deswegen vorschlagen, weil bis zum New Game Plus ist Markus definitiv fertig, weil wir unsere Werte behalten. Und das gleiche gilt auch für Specchio. Specchio ist momentan noch einer der unschaffbaren Gegner, weil ich einfach so ein geringes Level habe. Ich müsste leveln, leveln, leveln und dann hätte ich wahrscheinlich eine Chance. Warum also nicht gleich storytechnisch leveln, das Spiel beenden und dann im New Game Plus mit einem guten Level Specchio nochmal besuchen. Und ja, darüber hinaus ist es doch viel interessanter, wenn wir uns für das New Game Plus solche Sachen noch ein bisschen aufheben, damit es nicht nur so ein Durchgerenne zu den Endings wird. Denn darauf läuft es hinaus. Im New Game Plus ist storytechnisch inhaltlich eigentlich nichts anders, aber man kann halt jederzeit das Spiel zu bestimmten Zeitepochen beenden, wodurch natürlich das Ending sehr stark variiert. Deswegen gibt es ja die 11 bis 13 Endings. Und ja. Und damit das nicht nur ein Ending-Gerenne wird, habe ich dann wenigstens noch die zwei, drei Sachen, die wir dann auch noch inhaltlich machen können. Auch wenn das nicht mehr, ja, wie eine Side-Story irgendwie eine Geschichte vorangeschritten hat. Das ist dann einfach nur noch Komplettierung der Sammlung, kann man sagen. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, gehen wir jetzt in die letzte richtige große Side-Quest, die auch ein Übergang zum Finale ist. Und es gibt, wie gesagt, zwei Möglichkeiten im First Run zu Lavos zu gehen. Entweder im End of Time oder direkt. Ne, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder das End of Time oder die Zeitmaschine dort anwählen oder eben durch das Black Omen. Für den ersten Durchgang hier werden wir das Black Omen nehmen. Im zweiten Durchgang zeige ich euch natürlich alle Endings plus was würde passieren, wenn wir mit der Zeitmaschine dorthin gehen oder wenn wir es im End of Time anwählen. Sind zwar nur kleine Unterschiede, aber ich möchte euch das alles zeigen. So, jetzt habe ich aber echt genug gelabert. Die Gruppe für das Black Omen, sie steht schon fest, wie ihr seht. Ich will halt Markus noch jetzt natürlich hochleveln hier. Und wir gehen jetzt noch... Oh, ständig verdrücke ich mich. Wir gehen jetzt schnell in die Objekte. Denn da haben sich einige Pillen angesammelt. Das muss ja nicht sein, nee. Jo, komm. Wobei, doch ja, alles der Held, alles der Held. Jetzt kommt 200, das sieht doch geil aus. 201 sogar, yay. So, Magiepille allerdings. Belegen, ja, leuchten ist halt, aber gut, ich glaube, ich gebe das ganze Zeug mal Markus, wenn ich, obwohl, nee, die Magiepille gebe ich jemand anderem. Jemand, der jetzt nicht dabei ist, deswegen hebe ich mir die auf. So. Bevor wir aber ins Black Omen gehen, müssen wir einkaufen gehen. Das habe ich schon so oft gesagt. Stopp. Wir müssen aber... Hier... Haben wir die Tür schon geöffnet. Das ist nämlich wichtig. Die war ja in der Zukunft verschlossen. Ich guck mal eben. Ja, die Tür ist jetzt offen.
Und das reicht uns. Wir gehen wieder. Weil wenn sie jetzt in dieser Zeit offen ist, dann ist er auch in der Zukunft offen. Und ich habe euch ja gesagt, man kann in jeder Zeitepoche das Black Omen und seinen Inhalt inklusive Endbosse mehrere Male machen. Wir machen es nur einmal. Es ist zwar echt geil zum Leveln, ich kann es nur empfehlen. Aber eben weil wir das New Game Plus noch vor uns haben, ist es nicht notwendig, dass wir das mehrmals machen. Wir werden ja durch das New Game Plus sowieso unglaublich viel leveln. So. Jetzt bin ich hier mit Absicht fast hingelatscht. Ich will einkaufen. Das machen wir mal hier. Ja, eine Sache, die wir auch noch im New Game Plus machen können, bevor es in Vergessenheit gerät, Katzen sammeln. Da hatte ich jetzt irgendwie nicht so die Muße auf dieses Minispiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich werde mich darum kümmern, dass wir mindestens ein halbes Dutzend Katzen haben. New Game Plus dann. Bist du einer von Kronos Freunden? Ach, du bist wohl als sehr schüchtern, Lieber. Ja, den haben wir nämlich noch gar nicht vorgestellt. Jetzt kennen sie wirklich alle unsere Freunde. Yo. Einfach nochmal ein Anstandsbesuch bei Mama, kurz vor Ende. Was für ein schöner Tag. Das düster Oma glitzert in der Sonne. Ich werde die Wäsche machen. Okay, Wahnsinn. Wie sie einfach das düster Oma so ganz als normal ansehen. Aber ist ja klar, die kennen es nicht anders. So. Willkommen. So, ich hoffe, du hast jetzt einfach mal dieses... In welchen Shop gehe ich denn jetzt, der so endzeitmäßig gut war? Da gehe ich jetzt natürlich in den ersten Shop, den es gab. Das ist ja auch clever von mir, ne? Mal überlegen. Ja, 600 kam ich dann ein bisschen später. 12.000 gibt es ja nichts mehr. Eigentlich könnte ich in der Vergangenheit... Da gab es ja einen ganz normalen Shop ohne diese Tauschgeschäfte. Da könnte es mal eben... angehen. Gab es hier wirklich auch nichts mehr zu tun? Ich habe irgendwie Angst, eine Sidequest zu vergessen oder so. Ich gehe mal kurz hier rein und rede hier mit den Leuten. Ist hier überhaupt jemand? Ja, was ist mit dem Kerl? Wer stört meinen Schlummer? Nu, ich versuche ein wenig die Augen zuzumachen. Ich ändere Kronos Namen, da muss ich ausruhen, nu. Okay, das wollen wir aber nicht. Schlaf gut. Ich vergaß. Diesen Stein brauche ich nicht, bitte sehr. Ah, jetzt haben wir einen Silberstein bekommen, ja. Schlaf gut. Normalerweise findet man diese Steine in Dungeons, in alten, aber hier hat man es mal von diesem Noob bekommen. Ich wusste doch, die Vergangenheit, da gab es ja gar nichts. Das hat mich gewundert. Und jetzt haben wir noch was gefunden. Ich gehe auch nochmal in den Treffpunkt. Eila ist ja eh gerade dabei. Yoga nett gewesen. Dorf brennen und uns aufgenommen. Mhm. Ich in Tauschgeschäft gucken, neues Objekt dort. Ja, das weiß ich. Aber nichts Gutes, leider. Brrr, kalt. Hallo, hübsche Frau. Viele Wolken am Himmel. Nicht Sonne sehen. Mhm. Weißes, kaltes Zeug vom Himmel gefallen. Was sein? In der Regel nennt man das Schnee. Aber das scheint hier eine Seltenheit zu sein. Vielleicht bricht ja jetzt eine neue Eiszeit an. Ja, gut, ansonsten, guckt mal, wir können auch wieder mit denen rumfliegen, aber das bringt uns gerade herzlich wenig, leider. Gut, in die Hütten müssen wir nicht gehen, also es gibt hier wirklich nichts Neues, ansonsten. Ich will aber kaufen. Ah ja, genau, da war in dem Laden. Der Laden war hier, ne? Genau, der kauft nämlich hier ganz normal. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Ich will sowas wie Belebung kaufen. Ja, jetzt macht mir nicht meine Ending-Stimmung hier kaputt. Das gibt's ja wohl nicht. Wo kann ich denn das Zeug jetzt kaufen? Im Jahre 600 vielleicht... ich weiß genau. Im Jahre 600? In diesem einen Inselchen da, wo ich erst später hinkam. Da müsste es doch was geben. Oder wenn es da überhaupt einen Laden gab. Mal gucken. Erstmal wieder finden. Hallo? Ja, so kann man sich die Zeit vertrödeln. Ne? Ah, hier ist es. So. Wenn hier nichts ist, weiß ich auch nicht. Dann gebe ich es auf. Chaosstube, Wohnhaus, Café, Wohnhaus. Ach, da gibt es keinen Laden. Ich werde verrückt. Doch da. Ganz abseits. Hallo. Oh. Mensch, ja, genau sowas wollte ich hier sehen. Genau sowas. So, Tonic voll zum Beispiel. Will ich mir unglaublich viel kaufen. Moment, wie viel Geld habe ich? 14.
147.000, ja, das ist geil. Da kaufen wir mal davon 30 Stück. Ethermet habe ich genug. Belebung will ich unbedingt viel haben. So 30 Stück mal wieder. Unterkunft passt. Okay, und jetzt machen wir noch runde Zahlen. Weil ich das ansonsten nicht mag. Tonic voll. Ethermet, schweineteuer, das Ding. Heilung, Moment, da kaufe ich auch mal ein bisschen mehr. So. Okay, das sollte passen. Gut. Alles klar. Jetzt sind wir doch schon deutlich besser ausgerüstet. So. Und auch wenn wir das Black Omen nur einmal machen werden, wir werden das Black Omen im Jahre 2300 machen. Ich bin mir nicht sicher, Gerüchten zufolge, wer Bock hat, kann das ja mal nachgoogeln, ist, je später man in die Zeit geht in das Black Omen, desto schwerer ist es. Ich weiß nicht, ob das Gerücht stimmt. Aber wenn es stimmt, dann machen wir jetzt das schwerste Black Omen. Was, es macht ja eigentlich auch Sinn. Ich meine, wir stehen da und werden immer stärker und so. Keine Ahnung, ob das... Also mehr Energie aufgeladen, dauert nicht mehr lang, bis Lavos kommt und so ein Blödsinn. Deswegen, ne, macht doch Sinn. So, und da ist es, unser Black Omen. Es geht los, Freunde. Jetzt gibt's kein... Ja, keine Ausflüchte mehr. Keine Hinhalte. Jetzt legen wir... Los. Fest verschlossen. Wieso geht das nicht? Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Ich habe doch in der Vergangenheit aufgemacht. Oder muss man es... Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht kann man wirklich... Oder vielleicht muss man wirklich in 12.000 anfangen. Und könnte dann noch in den späteren Zeitepochen Black Omen machen. Rein logisch gesehen dürfte Black Omen ja nicht mehr existieren, wenn wir es jetzt platt machen. In der Vergangenheit. Aber ich glaube, hier war eine Ausnahme. Das ist so irgendwie so allzeit existent, keine Ahnung. Aber ich rede keinen Mist. Ich weiß, dass man das mehrfach machen kann. Ich habe das schon mal mit einem Kumpel vor ein paar Jahren gemacht. Das fanden wir richtig cool, dass wir da so oft leveln und stehlen konnten. Aber na gut, dann machen wir es halt, wie es das Spiel wünscht, im Jahre 12.000 BC. Es geht los. Narren, begreift ihr es immer noch nicht? Wir sind unsterblich. Mit Lavos, der die Erde im Schlaf aufzehrt, werden wir ewig leben. In knapp 14.000 Jahren wird Lavos genug Energie besitzen, um zu herrschen. Das Düster oben ist die Pforte zu Lavos. Es ist ein Heiligtum, welches uns unbegrenzte Macht verleiht. Solange der Mächtige regiert, sind eure Träume umsonst. Geht mir so auf den Keks. Oh, das war doch sonst immer Deltons Aufgabe. Okay. Ihr solltet euch dem mächtigen Lavos opfern. Alte, verzieh dich. Das Vieh mache ich platt. So, der Megamutant. Ayla, gleich mal stehlen hier. Auch wenn der wahrscheinlich noch nichts Gutes hat. So, wir leuchten mal. Das Ding hat zwei... Ja, das Ding hat zwei. Und da verließen ihn die Worte. Ja, zwei Trefferzonen. Einmal oben, einmal unten. Mal gucken, was abzieht und was nicht. Beides zieht geil ab mit Leuchten. Das ist doch schon mal schön. Mal gucken, was Markus mit der dunklen Bombe kann. Ja, Markus habe ich überwiegend halt dabei, dass er endlich seine Skills bekommt. Das nervt mich nämlich, dass der da noch nichts richtig Gutes hat. Und der wird noch richtig gut. Oh, verwirrt. Ich muss... hallo, warum hast du jetzt nichts gestohlen, Ayla? Hast du es überhaupt probiert? Oder habe ich nur nicht aufgepasst? Ein Wachhut wurde gestohlen. Mhm. Und wieder rumleuchten hier. Ich muss gleich nochmal ins Inventar nach diesem Kampf. Ich bin nicht mit der Ausrüstung zufrieden. Mit der, weil es soll ja jetzt die ultimative Gruppe sein. Deswegen... ja, das geht besser. Die anderen haben vielleicht was Besseres an. Kann ja nicht wahr sein. So, jetzt nochmal hier Venusfalle. Ich habe sie irgendwie nicht mitbekommen. Achso, sie will nicht. Fehl, okay. Mhm. Ja, Markus, es wäre echt toll, wenn du wieder zu Sinn kämen würdest. Dann tu mal den Typ mal verwirren, wenn es nur noch einer ist. Alter, hat kaum noch MP. Was ist denn da los? War ich davor nicht irgendwie schlafen oder so? Nee, wahrscheinlich nicht.
So, den haben wir schon. 900 Erfahrungspunkte, 50 Tash Points. Geilo. So, jetzt wollen wir nochmal gucken. Ich habe ja die Goldnadel an, die bedeutet, dass ich unglaublich oft zaubern kann, ohne dass es viel kostet, richtig? Ich gucke jetzt nochmal nach. Wo ist denn jetzt die Gold? Das ist jetzt irgendwo nach unten geordnet hier. Goldnadel. Da, ganz da unten. 75% weniger MP-Verbrauch, genau. Die rote Rüstung, ich weiß ja nicht, da gibt es bestimmt was Besseres. Wer hat denn hier gerade... Okay, der Prisma-Anzug für Eiler, das ist auch richtig so. Die Rabenrüstung, was bringt die nochmal für einen Vorteil? Blöd, dass man das hier nicht lesen kann. Na gut, ich werde es gleich abchecken. Ewigpanzer, warte mal, du ziehst mal den Ewigpanzer aus, eventuell will Chrono das haben. Blaue Rüstung, Mondpanzer, zieht das auch mal aus. Ja, ich bin voll fies jetzt, ne? So, Chrono, was hättest du denn gerne? Du hast die große Wahl. Wobei, ne, Rabenrüstung, das ziehst du auch noch aus. Gegen Schneerüstung. Und jetzt darf sich Chrono entscheiden. So, Magieverteidigung plus 10. Und 204. Okay, die Rabenrüstung, der kann er eh nicht anziehen. Okay, dann nehmen wir doch das mit Magieverteidigung. Mit dem Hut machen wir gleich das Gleiche nochmal. Ja, dann kannst du natürlich die Rabenrüstung anlassen. Ist ja kein Thema. So, bei ihr Prisma-Anzug. Sie hat eh schon das Beste an, glaube ich. Das lassen wir ihr auch an. So, jetzt zu den Hüten. Wachhüte sind hier natürlich sehr modern. Die habe ich ja letztens... Genau, die habe ich ja gekauft hier ohne Ende. Wachhut, Wachhut. Da würde ich gern noch ihm was anderes geben. Erhält den Status. Genau, das ist ja das Geile daran. Aber nee, hat irgendwie nicht geklappt. Was bedeutet erhält Status, wenn... Doch, doch, doch. Markus wurde als einziger verwirrt. Genau. Jetzt wird ihm das nicht mehr passieren. So. Also, jeder hat die richtigen Rüstungen an. Jeder hat die richtigen... Helme an. Eine andere Waffe für Markus gibt es nicht. Für Ayla sowieso nicht. So, was habt ihr für Dinger an? Ich glaube, Geschwindigkeit so zu pushen ist jetzt nicht mehr notwendig. Was gebe ich ihr stattdessen? Geschwindigkeit, Magie, 25% mehr Leben. Zeig gegnerische LP. Macht die Falle stärker. Das ist ja eigentlich was für sie. Das werde ich mal drin haben. So. Dann hier der schwarze Stein ist total unnutz gerade. Auf die Dreier-Typen gehen wir ja gerade nicht. Wie viel LP hat denn er? Ach, er hat auch genug. Der braucht keinen Bonus, was das angeht. Aber Geschwindigkeit könnte man bei ihm definitiv erhöhen. Was macht denn die meiste Geschwindigkeit aus? 15... 14, okay, dann das mit 15. Na, hier, Sprint. Gut. So, sieht doch schon viel besser aus. Vorbereitung muss sein, Leute. Objekte, Ether. Irgendjemand hat da unglaublich geschwächelt, das geht ja mal gar nicht. Das zum Anfang, so, sollte erstmal reichen. Jo, aber jetzt geht's wirklich los, ohne große... Unterbrechungen, versprochen. Unsere ersten Gegner sind Inkognitos. Die kennen wir noch. Immer nur angreifen, wenn sie gucken. Oh, hab ich's gleich. So, ich würde gerne mal schnell eine Venusfalle machen. Ich glaube aber nicht, dass die was haben. Mal gucken. Also, die haben schon was, aber nichts Wichtiges. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben diese Sicherheitswachroboteranlagen, die haben immer die geilsten Items. Was sind das für Witzbolde, ey? Gehen ja selbst mit Schild schnell kaputt. Okay. Na, meinetwegen. So, da kann ich rein, da muss ich auch rein. Die da, die könnten eventuell was haben, was richtig toll ist. Martello. Deswegen lasse ich sie auch erst zuerst checken. Die Falle wurde jetzt sowieso verstärkt. Man kann öfters... Stehlen. Die Wahrscheinlichkeit ist größer. Hyper Ether gestohlen. Das ist ja schon mal ein Wort, aber das ist nicht das, was ich unbedingt haben möchte. Also ich nehme es gern mit. Klar, Hyper Ether. Also kriegt man ja sonst nie zu kaufen oder sonst wie. Aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt Eiler unbedingt den Vortritt lasse.
So, die Gegner sind irgendwie super einfach. Ich habe es mir ein bisschen schwerer noch vorgestellt, aber okay. Oh, ich glaube, bei denen darf ich kein Leuchten machen. Aber die Goon, hallo Goons, erhöht die Magieverteidigung. Ach ja, okay, dann, ach, dunkle Bombe geht ja nicht auf alle. Langweilig. Komm, dann greifen wir mal normal an. So, ich muss mich auch gleich heilen. Das gefällt mir übrigens auch gar nicht, dass ich mit dieser Gruppe hier keine Heiler habe. Doch gut, Elixier, geil. Elixier kann man von denen stehlen. Also ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr die richtigen High-End-Items haben wollt, ihr müsst stehlen. Ja, aber jetzt muss ich erstmal heilen, sonst endet das Ganze... Ah, nicht auf sie. Ich wollte sie gerade heilen schicken. Verdammt. Ja, Belebung. Vielleicht kommt der... Ah, 50, ey. Wenn ich das schon sehe. Ja, machst du wieder auf sie? Nee. Zum Glück geht das nicht auf alle. Ich muss heilen! Jetzt lass doch mal... Na gut, Markus verträgt das noch. Markus verträgt das. Ayla als Heilerin, das ist... Das wird anstrengend, sagen wir es mal so. Sie hat ja nur den Schmatzer. Füllt einige LP. Das bringt... Ach, das bringt doch nichts. Mal gucken, wie viel das momentan auffüllt. 230, na gut. Wenn sie es öfters macht, wenn ich sie komplett aus dem Kampfgeschehen raushalte und sie ständig rumschmatzt. Das ist zum einen, ja, schön für die Männers. Und zum anderen wird es dann letztendlich aufgehen. Dann muss ich gleich mal Chrono abschmatzen. So, Schmatzer an Chrono. Und der macht nochmal verwirren. So. Gut. Der lebt noch. Ja. Ayla muss ich dann wieder als nächstes anschmatzen. Ich könnte natürlich auch Items werfen, ist klar. Die sind ja teilweise besser. Die will ich mir noch ein bisschen aufheben. Auch wenn ich genug habe eigentlich. Na komm, stirb mal. Danke. Okay. Ja, das waren schon ein bisschen stärkere Brocken. Markus lernt der dunkle Nebel. Das wird uns noch sehr zugutekommen ab jetzt. Ich werde mir jetzt auch mal angewöhnen, mich öfters im Inventar zu heilen. So. Muss ja nicht voll geheilt werden, aber immerhin ein bisschen. Ach ja, hätte ich mir schenken können, da ist ein Speicherpunkt. Na gut. Wow, wow, wow. Was seid ihr denn für welche? Weiß ich gar nicht mehr. Erstmal checken, was die für Items für mich haben. Dann zeige ich euch den dunklen Nebel, der auf alle geht. Ab jetzt wird es richtig geil mit Markus. Die geben uns auch einen Hyper-Ether, alles klar. Und falls der dunkle Nebel nicht ausreicht, kommt Chrono mit einem Leuchten hinterher. Boah, geil, oder? Im Grunde das Gegenteil von Chrono. Licht und Schatten, kann man so sagen. Den Rob und dann schmeckt das beides nicht. So. Ja, so machen Gegner doch Spaß. Ich bin gerade am Überlegen, wenn ich jetzt, ah, geil. Wenn ich jetzt Markus auch so oft, heilen lasse, kämpfen lasse, ob er da nicht auch besser, anstatt den Sprintring, sowas nimmt, dass er weniger MP verbraucht. Sowas habe ich doch noch einmal. Könnte aber sein, dass gerade jemand anderes ausgerüstet hat. Mal gucken. Ja, das hat gerade jemand anderes. Wer denn? So, haben wir einen Silbernadel. Die könnte es sein. Silbernadel, 50% weniger Magieverbrauch. Genau, das kriegt jetzt Markus. So. Ist mir lieber, dann ist halt ein bisschen langsam, aber dafür kann er, ja, das Doppelte mehr zaubern, bevor ich ihn da groß heilen muss. So, an einem Speicherpunkt nehmen wir selbstverständlich eine Unterkunft, ist ja wohl klar. So. Und weiter geht's. Das Black Owen ist groß, da werden wir noch eine gute Weile rumrennen, aber es sieht auch sehr stimmungsvoll aus, muss ich sagen. So.
Ja, ihr fragt euch jetzt, wo sind die Gegner? Das könnten jetzt wirklich die sein, die ich meine. Deswegen warte ich mal mit dem Angriff. Weil wenn es die sind, dann will ich jeden bestehlen. Hasspille. Ja, noch geiler. Das sind nicht nur Power... Das sind die klassischen Tabs. Nicht Power-Tabs, sondern Magic-Tabs, sondern Speed-Tabs. Für immer wird unsere Geschwindigkeit erhöht. Deswegen, diese Items will ich auf jeden Fall haben, bevor ich sie töte. Das ist doch mal ultra geil. So. Leider sind diese Gegner einmalig. Also... Das. Ja, da lässt man sie mal machen, dann sieht man ganz neue Skills, was die drauf haben. Okay, geht noch. Ich kann jetzt nochmal rausrennen, nochmal reinrennen. Die Gegner bleiben tot, damit das eben jetzt nicht zu so einem Farming werden kann. Aber, wie gesagt, man kann ja auch in die anderen Black Omens gehen. In die anderen Zeit und da sind sie dann wieder da. Aber wie gesagt, das machen wir ja nicht. Einmal reicht. So. Wie geil ist das denn, die Hasspillen? Ja, das war nochmal so ein kleines Zeichen, so nach dem Motto, die kommen nie wieder. Ja, zwei Hasspillen. Ich werde jetzt meine drei Charaktere hier pushen ohne Ende. Und Magie habe ich mir gerade auch überlegt. Komm, das kann man eigentlich auch verdingsen, weil Markus benutzt ja jetzt ständig Magie. Ich werde den Kerl jetzt so richtig pushen. So, und das sind die Hasspillen. Die gebe ich auch Markus, weil er da hinterher hinkt. Das weiß ich ja. So, sortieren. Jetzt hat er im Grunde das bekommen, was sein Accessoire vorhin gemacht hat. Und da sind sie gleich nochmal. Wunderbar. Hier wird gleich nochmal jemand schneller. Venusfalle. So. Her mit dem Zeug. Hasspille, jawohl. Und es gibt später auch noch Gegner, die die normalen Magiepillen und so hergeben. Powerpillen. Aber die Hasspillen sind mir eigentlich am liebsten. Jetzt geht auch nichts über Geschwindigkeit. Das wird uns sehr von Vorteil sein. So, ich warte absichtlich. Es könnte auch sein, dass sie mal nicht stiehlt. Sie hat's, okay. Jetzt sind die Gegner fällig. Es läuft! So. Das passt genau hier. Das ist eine. Das ist eigentlich ein perfektes Trio gerade, muss ich sagen. Gut. Ja, wir checken mal eben, wer. Wie sieht's aus? Geschwindigkeit 12, 13, 14. Alter, Chrono ist ja ganz schön lahm. Dann gebe ich ja mal Chrono jetzt die nächsten Hasspillen, würde ich sagen. Damit der mal wieder ein bisschen flotter hier wird. So, viel Spaß damit. Ich glaube, 15 ist ja eh das Maximum. Also langsam ist eigentlich niemand hier. Oh. Oh, 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 oh. Moment. Erinnerung. Hier müssen wir eine Kleinigkeit ändern. Ich mache die Goldnadel mal raus. Ah, wer hat das nochmal? Das habe ich, glaube ich, warte mal. Ich glaube, Robo hat das gehabt. Nee, oder habe ich ihm das wieder weggenommen? Reflexring, so hieß das doch nicht, oder? Ja, egal. Was hat denn der Rest? Baumtraum, das ist für Luca. Das kann sonst niemand haben. Schwarzer Stein, Zornband. Nee, da muss es draußen sein. Ach nee, das war ja ein Hut. Moment, das war ein Hut. Deswegen habe ich es das letzte Mal nicht gefunden. Verhindert Siegel. Das muss ich mir eben mal geben. So. Verhindert Siegel bei diesen Gegnern, denn das sind wieder solche Tashpoint-Features, die uns... Naja, seht selbst. Siegel alle, alles versiegelt und bei Chrono müsste das jetzt, dürfte das nicht der Fall. Doch, bei Chrono ist es auch der Fall. Schade, ich dachte eigentlich, da könnte man sich dagegen schützen, wenn man dieses Item hat. Was bringt denn das Item dann? Wenn genau in diesem Versiegelungsdingens der Helm nicht wirkt, das ist ja dann blöd. Na gut, dann versuchen wir die jetzt schnell zu killen. Anscheinend klappt es ja auch ganz gut ohne Magie. Die Kleinen geben, glaube ich, am meisten. Ich glaube, der Große gibt noch nicht mal so viel. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen nochmal rankommen. Komm, 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 komm. Da ist natürlich Geschwindigkeit dann auch wichtig, dass wir da nochmal drankommen. Ja, wenigstens einen. Ich denke, der wird abhauen.
Ja, schade drum. Dann ist das mit dem Siegel ja total unsinnig, meiner Meinung nach. So, wir haben 2 geschafft. Kriegen dafür 100 Tech Points. Vermutlich 50 Profi. Ich bin mir nicht sicher. Tja. Memo-Kappe. Du hast versagt. Ja gut, es gibt Gegner, die machen eben Siegel einzeln, so während des Kampfes. Dann würde die Memo-Kappe schützen. Aber bei diesen speziellen Viechern hier anscheinend nicht. Das ist schade. Gut, tja, das war doch eigentlich eine gute Einführung, Einleitung hier mit viel Gelaber, viel Erklärung. Ich denke, im nächsten Part können wir es dann ein bisschen schwafelfreier in Angriff nehmen. Mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Chrono Trigger.